Also, ich bin Jens. Ich möchte euch heute was über die Standards, die es so für barrierefreie Webseiten gibt, erzählen. Erstmal kurz was über mich. Ich bin Diplom-Informatiker, habe in Bremen studiert, bin einer der Core-Entwickler von Scientific CMS. Wenn ihr darüber was hören wollt, erfahren wollt, ist am Stand vom CMS-Garden die Gelegenheit, wo ich auch aktiv bin, daher auch diese Uniform. Was ich unter anderem mache, ist verschiedene Webseiten an der Uni Bremen technisch zu betreuen. Das sind verschiedene Institute in den Sozialwissenschaften. Und im Moment bin ich Doktorand an der Uni Bremen, wo ich mich auch mit dem Thema Barrierefreiheit für Webseiten beschäftige. Was werde ich euch heute erzählen? Oder das ist zum einen nochmal kurz zu motivieren, warum Barrierefreiheit fürs Web wichtig ist. Zum anderen, was das grundsätzlich heißt. Dann, welche Standards es dafür gibt, sowohl in rechtlicher als auch in technischer Hinsicht. Und dann kommt der wichtigste Standard dafür nochmal etwas im Detail. Und ich stelle dann auch noch einige weitere Standards vor, die nicht ganz so bekannt sind. Und werde noch ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen in dem Bereich berichten, da sich gerade einiges tut. Und dann noch ein wenig erzählen, was ich gerade selber in der Hinsicht tue. Und dann gibt es eine Zusammenfassung. So, warum sollten Webseiten überhaupt barrierefrei sein? Es gibt sehr viele Menschen, die irgendeine Einschränkung haben. Das muss nicht immer nur sowas wie Blindheit oder Ähnliches sein. Das kann auch nur sowas wie ein teilweiser Verlust der Sehkraft sein. Oder Farbblindheit. Es gibt einen relativ hohen Prozentsatz von Leuten, die zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche haben. Zum anderen wird unsere Gesellschaft älter. Das heißt, wir haben mehr Leute, die irgendwelche Einschränkungen haben. Andere Beispiele, die es auch noch gibt für mögliche Einschränkungen, sind Schwerhörigkeit oder was auch sehr häufig passiert oder was auch eine Sache ist, die passiert, sind eben kognitive Einschränkungen, die man auch durch eine Schädelhirnverletzung relativ schnell bei einem Unfall bekommen kann, wenn dann irgendwelche Schäden zurückbleiben. Und grundsätzlich, wir wollen Webseiten bauen, die für alle Leute da sind und nicht nur für bestimmte Leute. So, was heißt Barrierefreiheit jetzt für Webseiten? Zum einen haben wir natürlich den ganzen visuellen Bereich, der da auftaucht. Blindheit, wie gesagt, teilweise Verlust der Sehkraft und Farbblindheit. Und dann haben wir und eben die kognitiven Einschränkungen. Wir haben für Webseiten verschiedenste oder allgemein für, wenn man Barrierefreiheit für IT sich anschaut, kommt man sehr schnell auf die sogenannten assistiven Technologien oder Unterstützungstechnologien. Stößt man erstmal drauf. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgezählt. Es gibt noch viel mehr. Kennt jemand das, so ein Gerät hier? Oder kann sich denken, was es ist? Das ist ein Mausersatz, eine sogenannte Rollstangenmaus, wo man den Mauszeiger mit diesem Zylinder bewegen kann auf bestimmte Weise. Also wie es genau funktioniert, weiß ich auch nicht genau, weil ich so ein Gerät noch nie in der Hand hatte. Wird aber gerne von Leuten benutzt, die wirklich Probleme mit
ihren Nerven in den Handgelenken haben oder irgendwelche anderen Probleme in dem Bereich haben. Gerne auch Menschen benutzt, die keine Hände haben. Also oder, ja, genau, oder mit den Füßen halt oder eventuell auch mit dem Arm stumpf vielleicht. Ja, echt, dann gehen wir mal hier runter. Das ist vielleicht etwas schlecht zu erkennen. Das ist eine Braille-Zeile, also Ausgabe für Blinde, wobei die von den Blinden mittlerweile gar nicht mehr so häufig benutzt werden. Die meisten Blinden benutzen mittlerweile Softwareprogramme, sogenannte Screenreader, die die gesamte Oberfläche in akustische Ausgabe umwandeln, also in Sprache in dem Fall. Wird noch benutzt, also es gibt viele Blinde, die Programmierer sind, die nutzen dann wieder gut. Braille, ja. Braille, gerade Deutsch und Englisch in Sprachausgaben, das ist schwierig. Ja, das ist ein Punkt. Dann gibt es auch Software. Das hier ist ein Screenshot, wie die Wikipedia-Webseite bei einem Screen Magnifier aussehen würde. Man hat dann halt die normale Ansicht oben oder an der Seite und unten eine ganz stark vergrößerte Ansicht, also viel stärker, als man es im Browser selber machen kann. Was eben halt dazu führt, dass Leute selbst mit nur noch 10% Sehkraft noch immer was auf dem Bildschirm sehen können und nicht auf die Geräte für Blinde umsteigen müssen. Und dann dieses Teil hier, das ist eine sogenannte Akkordtastatur. Sprich, man hat nur wenige Tasten, die man ohne Bewegung der Hand erreichen kann und kann dann aber trotzdem mit verschiedensten Kombinationen sämtliche Zeichen eingeben, was sehr hilfreich ist für Leute, die eben sehr stark eingeschränkt sind in ihren Bewegungen. So. Das reicht aber nicht, wenn es nur diese Geräte und die Programme gibt, die die ansteuern. Die brauchen auch bestimmte Informationen einfach noch über das, was sie da ausgeben sollen. Und da gibt es für Webseiten bestimmte Standards, wie die aussehen sollen. Historisch gibt es die Web Content Accessibility Guidelines in der Version 1.0 und dann gab es in den USA noch eine rechtliche Sache namens Section 508, das in einem Gesetz drin stand. Aktuell sind die Web Content Accessibility Guidelines in der Version 2.0 und dann gibt es noch die Authoring Tool Accessibility Guidelines, die wahrscheinlich kaum jemand schon mal gehört hat. Das ist eine Erweiterung der Web Content Accessibility Guidelines für Authoring Tools, sprich zum Beispiel das Backend von CMS. Die User Agent Accessibility Guidelines beschreiben, wie die Browser aussehen sollen, wie die mit Barrierefreiheit umgehen sollen. Und Accessible Rich Internet Applications sind für die JavaScript-lastigen Anwendungen, die man heutzutage hat, um die barrierefrei zu machen. Da gehe ich aber gleich noch genauer drauf ein. Die User Agent Accessibility Guidelines lasse ich außen vor, weil die im Prinzip nur für die Entwickler von den Browsern interessant sind, nicht für die Entwickler von den Webseiten. Rechtliche Standards gibt es in Europa und in Deutschland zwei interessante. Zum einen die BITV, das ist die Barrierefreie Informationstechnikverordnung. Die enthält im Anhang die deutsche Übersetzung der Web Content Accessibility Guidelines, allerdings nur einen Teil davon, der Dokumente, die es dazu gibt. Im EN 301549 Version 1.1.2 ist ein europäischer Standard. Da steht im entsprechenden Kapitel für Webseiten nur drin, siehe Web Content Accessibility Guidelines für alles Mögliche. So, kommen wir zu den Web Content Accessibility Guidelines in der Version 2.0. Wie gesagt, der im Moment aktuelle Standard ist herausgegeben vom W3C.
Es gibt eine offizielle deutsche Übersetzung, die, hier steht es nochmal genau, ein Teil der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz ist. Sprich, ist für alle Webseiten des Bundes eigentlich Voraussetzung. Ja? Ja, aber da war ein Haken bei, es gilt nicht für alle Farbenblindheiten, weil das Farbenblindheit keine Behinderung ist. Also, das kann, ja, ja. Genau. Ist das immer schwierig. Ja. Wobei in den Web Content Accessibility Guidelines auf Farben tatsächlich detailliert eingegangen wird. Ja. Wie sieht dieser Standard, oder mal kurz eine Frage ins Publikum, wer kennt diesen Standard überhaupt? Hat mal genau reingeguckt, wie die wieder aufgebaut ist und okay, also nicht so viele. Aber nur, weil ich gegen die Nordwestbahn farbenblind halt, weil die Automaten nicht farbenblind für farbenblind gemacht. Ja. Das ist ein Riesenkampf gewesen. Da kam dann am Ende raus, naja, ist der farbenblind jetzt eine Lesung. Ja, gut. Dieser Standard besteht, also hat eine Struktur, die werden zuerst vier Prinzipien definiert, nämlich wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust. Und jede dieses Prinzipien enthält dann verschiedene Richtlinien, die das Ganze nochmal detaillierter aufschlüsseln und dann verschiedene Erfolgskriterien, die im Prinzip genau die Dinge beschreiben, die man tun soll. Und jedes von diesen Erfolgskriterien ist einer von drei Konformitätsstufen zugeordnet. A ist das Niedrigste, was eigentlich jede Webseite erfüllen sollte, tun viele Seiten aber nicht. Nicht? Und mit AA, und das sollte eigentlich AAA sein, wird es dann doch schon etwas aufwendiger und schwieriger. So. Der Standard ist auch frei verfügbar, wenn man auf die Webseiten vom W3C geht. Kann man sich alles schön angucken. So, diese Erfolgskriterien sind erstmal unabhängig von der konkreten Technologie definiert. Ja, die gelten genauso für HTML, als auch sind auch genauso anwendbar zum Beispiel auf Flash oder Silverlight, auch wenn das im Moment natürlich am Aussterben ist. Wenn man drauf guckt, wird man allerdings sehen, letztes Update 2008, ist das nicht ein bisschen alt? Nein. Zum anderen gibt es auch noch zusätzliche Dokumente, wenn man weiter guckt und klickt. Es gibt die Techniks vor WCAG 2.0, die letztes Jahr aktualisiert wurden. Da steht dann drin, wie man das Ganze umsetzt. Konkret für CSS, mit CSS oder HTML oder serverseitig. Dann gibt es noch ein Dokument, was das Ganze ein bisschen verbindet, und ein Dokument mit Erklärung, das Understanding WCAG 2.0. Ich habe jetzt einfach mal einen Screenshot gemacht, wie das Ganze im Web aussieht, um mal ein bisschen Orientierung zu bieten. Also man kriegt dann hier so ein Teil, ich weiß nicht, kann man so halbwegs lesen? Ich lesen, weil ich glaube, aber das ist sicher. Ja, kann man es aber soweit halbwegs lesen, was hier steht. Hier geht es um die Sprache der Seite. Und hier steht im Prinzip nur, dass die Sprache, in der die Seite geschrieben ist, programmatisch feststellbar sein soll. Sagt jetzt noch nichts, wie das passieren soll. Also es geht darum, wenn man zum Beispiel einen Screenreader benutzt, dann muss der wissen, welche Sprache der Text, den er vorlesen soll, hat, damit er die richtige Aussprache wählen kann. Sonst wird das etwas schwierig. Und wenn man dann hier guckt, hier an der Seite sind so zwei Links, How to Meet und Understanding für jedes Erfolgskriterium. Und wenn man dann auf How to Meet klickt, bekommt man so eine Ansicht, wo dann so sufficient Technik stehen. Und hier ist dann zum Beispiel H57, wenn man, ja, wenn man darauf dann geht, dann bekommt man so eine Seite, wo
halt, wo genau beschrieben ist, was man tun soll. Hier geht es einfach nur darum, um das mit der Sprache zu machen, es gibt tatsächlich ein Attribut in HTML, was man an dem HTML-Element selber oder an jedem anderen beliebigen Element, wenn die Sprache wechselt, setzen kann, wo man dann den Language-Code reinschreibt. Und das genügt auch, das wird auch von den Screenreadern ausgewertet. Anderes Beispiel, was für viele Webseiten gilt, das ist allerdings auch schon ein Erfolgskriterium für die zweite Stufe, wobei da kann man darüber diskutieren, ob es nicht eigentlich sogar in die erste Stufe müsste. Kontrast, also sprich, wie stark unterscheiden sich die Farben von Hintergrund und Vordergrund? Webdesigner anwesend, grau auf weiß, sage ich nur mal. Blaublind, das heißt, es fehlt ein Zäpfchen. Mhm. Blaublind macht sich dadurch, dass man blau Kontraste sieht, also blau auf weiß oder dunkelblau auf genau. Blau oder so. Das ist halt, man hat 90% des Blau in der IT, das ist ganz gruselig und ja. Also, da gibt es ganz viel, wo der Kontrast einmal, ich habe gerade zu Ende gesagt, das Prospern, das ist jetzt so ein Kontrast, den kann auch ich erkennen, aber du hast die vollen Seiten, das mag ich jetzt auch niemals sehen, wo ich gesagt habe, ich keine Chance, das ist für mich eine Suppe, genau. Weil es gar nicht geht. Also, ich war. Das kann, ja, das kann auch an Beamer liegen, aber kann eben halt auch sehr stark an den Seiten selber liegen, an den Farben. So, es gibt dann hier noch so eine Definition, das Verhältnis. Und wenn man dann weitergeht, also da habe ich jetzt das Beispiel nicht, also wenn man dann hier auf How to Meet geht und weiterklickt, dann kriegt man den genauen Algorithmus, wie man diesen Kontrast bestimmt und Ähnliches. Ein Beispiel habe ich noch, das ist allerdings, wie man sehen kann, die höchste Stufe. Da geht es um den, wie komplex der Text selber ist. Und da steht dann hier im Prinzip, es gibt dafür dann noch einen UN-Standard und die Texte sollen so sein, dass man mit einem niedrigen zweiten oder die Texte für Leute mit dem niedrigsten Bildungsabschluss jeweils, was in Deutschland Hauptschule wäre, verständlich sind. Auch eine Frage, es gibt jetzt ein neues europäisches Gesetz, wo drin steht, es muss sogar für Kinder verständlich sein. Das ist dann, wenn das für Kinder, wenn den Kinder das nutzen können. Ja, genau, das ist hier noch nicht drin, also hier, also für Kinderseiten sind in dem Standard nicht drin, wobei es ist allerdings auch in dem entsprechenden UN-Standard jetzt konkret für diesen Definition auch genau drin, welches Sprachniveau da vorausgesetzt wird. Das ist nämlich sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, niedriger als das, was in Deutschland für eine Hauptschule benötigt wird. Man meint immer, es wäre nicht so wichtig, solches, aber zum Beispiel Leute, die taub sind und nur anfänglich als erste Sprache die Gebärdensprache lernen, die haben erhebliche Probleme, später die Schriftsprache zu verstehen, weil die Grammatik anders ist. Und für die ist das auch wichtig dann. Oder wenn man halt Leute hat, die zum Beispiel durch einen Unfall eine Schädelhirnverletzung haben und dadurch Probleme bekommen haben, die haben dann auch teilweise Probleme, Texte zu verstehen, obwohl sie vorher möglicherweise sogar Akademiker waren und erheblich kompliziertere Texte gelesen haben. So, wir können, wenn wir nachher Zeit haben, auch gerne noch mehr Beispiele machen. Ich würde jetzt allerdings erstmal noch mit den nächsten Standards weitermachen. Wie gesagt, Authoring Tool Accessibility Guidelines. Dafür gibt es zwei Use Cases, die adressieren. Zum einen die Barrierefreiheit von den Tools zum Erzeugen von Inhalten selber, sprich Backend von Content Management Systemen zum Beispiel, was für uns zum Beispiel auch ein Thema
sein könnte in der Zukunft im CMS-Garden und die Autoren bei der Erstellung von barrierefreien Inhalten unterstützen. Sprich, dass sie Hinweise geben, bekommen oder halt zum Beispiel gezwungen werden, du hast jetzt ein Bild eingefügt, du musst aber trotzdem noch einen Alternativtext angeben und sie kommen nicht weiter, bevor sie es getan haben. Ist der Erweiterung der Web Content Accessibility Guidelines und die Struktur ist auch sehr ähnlich, also der Aufbau ist im Prinzip genau der gleiche. Ja. Dann interessant dürfte noch sein, für viele die Accessible Rich Internet Applications, kurz ARIA, bereits in der Version 2.0, die adressieren ein Problem, Betriebssysteme und die UI-Toolkits, Desktop-Umgebung unter Linux, die haben alle APIs, um auf die diese assistive Technologie zugreifen kann, um sich Informationen über die Oberflächen zu holen. Sprich, dieser Button ist aktiv oder nicht aktiv und andere Dinge. Ja. Für Webseiten und Web-Applikationen, wenn die mit JavaScript gebaut sind, ist das etwas schwieriger. Und mit ARIA kann man diese Informationen bereitstellen. Die Browser implementieren das Ganze auch und leiten das dann über die betriebssystemspezifischen APIs an die assistive Technologie weiter. Beispiel, oder was das Ganze macht, sind einfach zusätzliche Attribute fürs HTML. Das zentralste Attribut ist Role, womit man angeben kann, welche Rolle ein bestimmtes HTML-Element hat. Zum Beispiel, wenn man ein Div hat, das aber eigentlich ein Pull-Down-Menü implementiert. Da kann man das damit angeben, dass das so ein Menü ist, sodass die assistive Technologie das auch entsprechend erkennen kann. Wobei für alle HTML-Elemente, die es gibt, sind auch implizite Rollen definiert. Sprich, wenn es ein passendes HTML-Element gibt, sollte man das bevorzugt benutzen und nicht irgendwelche Diff-Wüsten bauen. Ja, wobei da gibt es ja mittlerweile das Figure-Element. Dann gibt es noch weitere Attribute, zum Beispiel ARIA Describe By, wo man dann eine ID von einem anderen Element reinschreiben kann, wo eine Beschreibung drin ist. ARIA Autocomplete dürfte relativ selbsterklärend sein. ARIA Busy sagt einfach, dass es wird gerade was nachgeladen in diesem Element. Sprich, man muss das dann natürlich auch dynamisch eventuell setzen. ARIA Required sagt, ist für Formularelemente, die zwangsweise angegeben werden müssen, wobei das ARIA 2.0 ist definiert worden, bevor HTML 5.0 fertig war. In HTML 5 gibt es ja mittlerweile auch das Required-Attribut direkt nativ, sprich ARIA Required braucht man nicht mehr unbedingt. So, dann, was passiert gerade in dem Bereich aktuell? Das W3C hat gerade eine Überarbeitung der Web Content Accessibility Guidelines angefangen. Zum einen 2.1 ist nur eine leichte Überarbeitung von den aktuellen Richtlinien. Es kommen ein paar Erfolgskriterien dazu. Ist im Moment als Public, der erste Public Working Draft ist gerade veröffentlicht worden. Wenn das Ganze fertig ist, soll das Ganze auf die Version 3.0 in Angriff genommen werden, die wahrscheinlich relativ stark überarbeitet wird. Dann, Moment, so, da hatte ich detaillierte Folien zu. Dann, was interessant ist, sind die ACT-Rules. ACT steht hier für Accessibility Conformance Testing und die Auto-WCAG. Das ACT-Rules-Test-Format ist auch im Moment ein Working Draft und ist eine Struktur, um Regeln zum Testen barrierefreier Webseiten zu beschreiben. Sprich, darüber werden bestimmt
die Prozeduren, wie man das Ganze testen kann, explizit festgeschrieben. Und AutoWCAG ist ein Projekt, findet man auf GitHub, das eben konkrete Regeln verfasst dafür, basierend auf diesem ACT-Rules-Format. So, was mache ich gerade? Ich mache nämlich, meine Promotion bewegt sich nämlich auch in dem Bereich. Oder war noch eine Frage zu den... was ich, also das, der Arbeitstitel meiner Promotion ist Improving Accessibility of Websites Using Knowledge-Based Technologies. Zentrale Idee des Ganzen ist, das ganze Wissen über die Barrierefreiheit, sprich die Web Content Accessibility Guidelines, die Regeln und Ähnliches in Form einer Ontologie zu modellieren. Ontologien sind in der Informatik ein Werkzeug, um Wissen zu modellieren und da in formaler Weise. Wer darüber mehr erfahren möchte, heute um 14:45 gibt es einen Vortrag von mir, wo ich da eine kleine Einführung zu gebe. Wen es interessiert, möge kommen. Dieses Wissen möchte ich automatisch in Tools zum Testen nutzen. Wer schon mal versucht hat, eine Webseite auf barrierefrei zu testen, ist, dass das ein absolut zeitaufwendiges und Spiel... Ja, also ist es... Gut, aber wenn man die ganzen anderen Sachen noch testet, dann dauert es schon sehr lange und man muss vieles, vieles manuell machen. Und die andere Sache, es gibt ein paar Papers in der Forschung, die vorschlagen, dass man sich selber kleine JavaScripte oder anderes definiert, um die dann auf Webseiten angewendet werden, um die barrierefrei zu machen. Ein Problem ist nur, dafür braucht man IT-Wissen. Das hat nicht jeder. Und die Idee ist darüber, dass ich weiß, der Mensch, der jetzt vor diesem Rechner sitzt, hat die und die Einschränkungen. Daraus folgt, dass er die und die Probleme hat. Und die Webseite ist in dem Sinne nicht barrierefrei. Um die barrierefrei zu machen, kann ich aber dieses Refactoring anwenden auf die Webseite, zum Beispiel die Farben ändern und bekomme die Webseite so automatisch in Grenzen barrierefrei oder zumindest zugänglicher. Es ist eine Idee jetzt, die ich untersuche, wie es, ob es funktioniert oder nicht. So, die erste Version dieser Tools, die ich im Rahmen dieser Promotion entwickle, wird bald verfügbar sein. Und wer Lust hat, das Ganze zu testen, dann kann mich gerne ansprechen. Ich bin heute und morgen auch noch am Stand vom CMS Garden. Wer Lust hat, darf mich gerne ansprechen. So, Zusammenfassung. Die Anforderungen für barrierefreie Webseiten sind eigentlich gut dokumentiert. Ist es auch alles frei verfügbar. Deshalb ist es etwas verwunderlich, dass viele Seiten noch nicht so wirklich barrierefrei sind. Und deshalb der Aufruf, macht eure Seiten barrierefrei. Und das war's auch. Die Folien stellt ihr noch zur Verfügung, oder... Gut, ansonsten gibt es ja auch auf meiner Webseite, weil hier im Anhang, hier hinten sind noch eine ganze Menge Links für euch. Oder es wird darum gebeten, dass du die in den Fragen. Ja. Genau. Gut. Fragen, Kommentare? Ja. Ich habe mich jetzt mal aus der Erfahrung heraus, was ich jetzt Farbenbinde gemacht habe, weil blau ist natürlich auch fies. Ja. Microsoft Windows kann ich gar nicht benutzen, weil ich fange mit einem Einsteigermonitor an, du kannst den blauen Hintergrund nicht ändern. Mhm. Und ich brauche immer erstmal einen Dritten, der mein Passwort eingibt. Ja. Das ist sehr lustig. Mhm. Aber es ist halt umständlich, den Browser zu konfigurieren. Mhm. So meine Erfahrung, ich muss ehrlich sagen, ich nutze Apple, weil da kann ich auf Knopfdruck ja. den ganzen Monitor invertieren. Mhm. Und dann habe ich das halt invertiert, aber so ein ja. Bild interessiert mich in der Regel nicht, aber ich kann den Text so wissen. Mhm.
Das ist, geht eine schnelle Lösung, eine einfache Lösung. Hm? Ich brauche sie nicht immer. Ich brauche es immer nur dann, wenn ich vermute, da ist was. Aber das große Problem gerade bei Farbenblindheit ist, man muss erst mal wissen, dass man farbenblind ist. Hm? Solange wie man das nicht weiß, sieht man große, einfarbige Flächen und weiß nicht, dass da was draufsteht. Ja. Das ist so das größte Problem, das, was ich da sehe. Aber wie gesagt, ansonsten sind da auch die Betriebssysteme als Apple ist da ganz hervorragend. Hm? Ich glaube, Linux gibt es mittlerweile Auflösungen für, die sie da kopiert haben. Dass man das gar nicht mehr auf Webseite geben, dass man sagt, komm, lass den Designer doch machen, was er will. Ja. Das machen wir. Die Bilder sehen dann lustig aus, aber was ich bei Webseiten auch habe, wenn ich den Browser konfiguriere und ich habe Maps, irgendwie Street Maps oder so, dann malt er mir die Ozeane plötzlich Magenta und das ist dann auch irgendwie verrückt. Und ist das nun einmal komplett invertiert. Ja. Simpel, weil man es dann auch zurückmachen kann, dann hat man wieder das Original. Gut, die Idee mit diesen Refactorings ist, das relativ gezielt auch zu machen. Dadurch, dass man halt ein bisschen mehr weiß, wie eine Webseite aufgebaut ist und auch gezielt dann nachgucken kann, was gerade der Fall auf diesen Webseiten ist. Und dann auch sehr gezielt da eingreifen kann. Ja. Ein Hinweis von mir noch, es gibt ja diesen Selbsttest, den man im Internet ja auch machen kann. Ja. Jetzt muss man mir mal eben auf die Sprünge helfen, von wem? Das ist der BitV-Test, irgendwie findet man im Internet auch, aber wenn man sie komplett durchgeht, wie ich schon sagte, das ist sehr zeitaufwendig und deshalb zumindest ein semi-automatisches Tool wäre schon ganz nett, dass einen nur dann irgendwas fragt, wenn es Dinge sind, die der Rechner nicht erkennen kann. Ja, aber wenn man mal diesen Selbsttest mal halt durchgeht, sieht man erstmal, wo die Probleme überhaupt stecken. Ja. Weil man eben halt auch als Webseitenersteller, ich sehe mich nicht als Designer, sondern als Webseitenersteller, der sehen kann, der keine Beeinträchtigung hat, nicht weiß, wo die Probleme liegen. Aber bei diesem Test, da werden so mannigfaltige Probleme angesprochen, dann denkt man, hätte man auch selber drauf. Genau. Das ist das, was ja die meisten sagen. Ich sag mal so, versuche mal, die Webseiten, die man so häufig besucht, nur mit der Tastatur zu bedienen. Funktioniert bei vielen Seiten nicht wirklich gut. Fängt schon damit an, dass man nicht sehen kann, wo der Fokus gerade ist, also welches Element gerade aktiv ist. Wie läuft der Test ab? Ist das so eine Art Frage? Ist so eine Art Fragebogen, und man guckt jemand selber, ob die Website diese Eigenschaften haben. Basiert aber auch wiederum auf den Web Content Accessibility Guidelines. Ist etwas anders aufgebaut, ist. Ich glaube, es steht aber bei fast jedem Testfall, den die da haben, auch genau ein Link zu den Web Content Accessibility Guidelines in die richtige Richtung, an die jeweilige Stelle. Hinter dir ist noch. Ich habe mal eine Frage zu dem Text, was mich so als Texter besonders interessiert. Ja. Es ist ja in der Realität eigentlich meistens so, dass man zwischen allen Stühlen sitzt. Also man versucht einerseits natürlich die Texte möglichst kurz, knapp, prägnant zu machen. Ja. Andererseits möchten die meisten Kunden natürlich auch nämlich bombastisch rüberkommen auf den Webseiten. Gibt es da, ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich bei Texten relativ einfach sein müsste, automatisierte Tests bereitzustellen, zu zeigen, an welchen Stellen wird der Text kritisch. Ja, gibt es auch. Ich denke jetzt mal an Satz denken, bestimmte Worte. Ja, da ist genau. Kennst du da irgendwas? Spontan nicht, aber jedem tut es was. Es ist aber teilweise noch, man kann jetzt auf die Satzlängen und Ähnliches gehen, aber es wird dann schon komplizierter, weil wenn ich das richtig weiß, die statistischen Verfahren nicht wirklich gut sind, die es im Moment gibt. Also es gibt schon, also in dem Bereich, was Sprachverständnis angeht für Rechner, gibt es auch im Moment relativ viel Bewegung in der Forschung.
Oder sind noch? Ja. Okay. Also das klingt so ein bisschen ganz interessanterweise so, als bräuchte man aus dem Alternativtext für Text sozusagen. Ja, also es gibt, wenn man sich die Techniks für diesen speziellen Fall anguckt, da wird auch vorgeschlagen, dass man einfach einen Alternativtext noch bereitstellt. In einer. Genau, den musst du dann allerdings auch entsprechend verknüpfen mit einem Link. Und dann kommt wieder das Problem, es gibt auch ein Erfolgskriterium in der höchstmöglichen Stufe, wo drin steht, dass der Zweck eines Links allein durch den Text des Links dann ersichtlich sein muss, während der es für die niedrigste Stufe oder die zweitniedrigste Stufe, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ein Erfolgskriterium gibt für Links, dass der Zweck des Links aus dem Linktext und seinem Kontext erkennbar sein muss. Rechtlich relevante Texte, also AGBs, alles was rechtlich relevant ist, muss man ab 2018 sowieso einfach machen. Das ist vorgeschrieben, da gibt es ein neues Gesetz von der EU vorgeschrieben, dass solche Texte grundsätzlich in einfacher Sprache, also viel leichter, aber in einfacher Sprache, und wenn Kinder daran beteiligt sind, sogar in leichter Sprache für Kinder verständlich. Ist ja einfacher Sprache? Ja. Für Deutsch ja. Einfache und leichte Sprache sind für Kinder muss es sogar, wenn Kinder Zielgruppe mit sind, muss es sogar in leichter Sprache sein. Das ist dann das Gleiche, was ich mit Verwandten ja, genau. Ich hätte aber auch noch eine Anmerkung. Ich habe das meiste Problem, ich meine, ich bin ja Informatiker und es ist ja so, man hat dann auch mal irgendwie so mit Content-Management-Systemen zu tun, man muss Autor sein, kriegt man dann irgendwie, da wird man quasi jetzt nicht, aber irgendwie so ein Tool vorgesetzt, füll mal die Texte rein, mach mal die. Ja. Grundsätzlich, ich weiß nicht warum, es ist immer, die Bedienoberfläche ist immer blau. Und wenn man dann den Anschluss hat, ich kann das nicht lesen, dann kommt dann da, ja, ich kann das nur global für die ganze Firma einmal das jetzt ändern, aber nicht nur für dich. Also das ist ein Riesenkrampf. Ja. Also das auch irgendwie zu kommunizieren, damit man da irgendein anderes Team kann, was nicht blau ist. Ja, oder individuelle Einstellungen. Also genau, individuelle Einstellungen für jeden User. Ja, genau. Dass das Backend-Farbe zum Beispiel geändert werden. Ich glaube, bei WordPress ist es sogar so, dass nicht alles deutsch ist. Es gibt da andere CMS, ich weiß nicht, Django, wie es heißt, wo das immer so standardmäßig davon blau ist. Ja, bei Joomla, also ich komme von Joomla mehr, ist es auch blau. Ja, ja, aber das ist so. Ich überlege gerade, ihr hättet ja zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass man userspezifisch eben halt an die Hintergrund ja, also einmal für alle Dinge, die ganze Firma, da weg keiner war alle anderen, dann sind wir ja auch. Ja, genau, das ist ja dann, wir haben 10 Jahre schon blau gehabt, ne? Und blau wird immer mit. Grün ist auch nicht gut, weil dann hast du Rot-Grün. Ja. Genau, was noch häufiger ist. Das ist das Einzige, was wirklich für alle Blinde einbaut. Ich weiß auch schwarz oder schwarz auf alles. Hat man auch bei vielen Installationen bei der Bahn, da muss man dann auch gucken. Man hat also auch bei Windows-Installationen, man hat alles blau, das Wichtige ist aber weiß auf schwarz, außer der andere Bildschirm. Gut, wobei für diese Farbblindheit noch als Hinweis, da gibt es tatsächlich ein paar Browser-Plugins für, die einem die Seite so anzeigen, wie ein Farbblinder das sieht, simuliert. Ist ganz interessant, sich das mal selber anzugucken, auch für seine eigene Seite und zu gucken, wie viel man dann überhaupt noch lesen kann. Das wäre meine Frage jetzt gewesen, ob es solche Tools gibt. Genau, aber wie gesagt, das Problem ist auch, es gibt für Teile dieser ganzen Richtlinien Tools, aber kein irgendwie komplett Tool, was alles mal einmal durchtestet richtig. Ja? Gibt es für die User-Agents Things von Geräten, die von behinderten Leuten verwendet werden, da irgendwo mal eine Kategorisierung? Nee, weil das sind tatsächlich dann trotzdem die normalen Browser. Also man kann es nicht erkennen, was da genau benutzt wird. Es wird ja viel Aufwand betrieben, um beispielsweise mobile Geräte zu erkennen. Ja. Und wenn man in dieser Richtung mal gehen würde, glaube ich, würde man auch einen Schritt Richtung der Webentwickler gehen. Ja, das wäre auch noch eine Variante, das zu tun. Wobei es eben halt zum Teil so, die Standards vom W3C sind alle so angelegt, dass die Seite
im Prinzip einmal gebaut wird und dann auch für alle zugänglich einfach ist, ohne dass man da irgendwie groß die User Agents und Ähnliches unterscheidet. Also zum Teil, was auch interessant ist, wenn man sich nicht einige der Erfolgskriterien für Schriftgrößen und Ähnliches anguckt, dann merkt man ganz schnell, dass das zum Teil eigentlich in Richtung Responsive Design geht dann am Ende. Also ich ein anderes Erfolgskriterium ist, was bei vielen Seiten auch nicht funktioniert, ist, man soll eigentlich in der Lage sein, nur mit der Funktionalität vom Browser, also Steuerung plus, die Webseite, die Schriftgröße auf bis zu 200% vergrößern zu können. Bei vielen Webseiten verschiebt sich dann alles Mögliche. Ja, aber wie gesagt, bei vielen Webseiten, ich habe mir vor 2 oder 3 Jahren mal die Internetseiten von verschiedenen Hochschulen und Instituten angeguckt. Bei ganz vielen verschiebt sich bei 130-140% schon alles Mögliche und überlappt sich auch dann. Also, dass man an viele Informationen überhaupt nicht mehr rankommt. Ja, ich denke, das ist eben so der Punkt, dass Verschiebungen, die gibt es ja auch bei verschiedenen Geräteklassen, von Bildschirmen und so weiter, solange so die Funktionalität gegeben genau. Ist, dann ist das ja noch, sag ich mal, so. Genau, aber das Problem ist, die Funktionalität war bei vielen Seiten dann auch überhaupt nicht mehr gegeben. Ja. Ja. Wobei, soweit ich das weiß, kriegen zumindest JAWS und NVDA, also die beiden meistgenutzten unter Windows, mittlerweile sehr viel hin. Also wenn es jetzt eine wirklich ganz schlechte Seite ist, dann haben die natürlich auch verloren. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass viele Blinde mittlerweile sehr gerne Apple-Mobilgeräte benutzen, weil Apple das extrem gut gelöst hat. Ich sage ja, für Farbenblinde einmal per Knopfdruck das Ganze einfach invertieren. Das ist schnell, das ist einfach, das ist weniger. Und Siri liest auch sehr, sehr viel. Es gibt halt Webseiten, ich behaupte immer, die sind mit Adobe Muse gemacht oder so. Also wenn ich nur noch JavaScript drin, ist der gar nicht mehr vorlesen. Oder vorlesen nicht. Wobei ich auch weiß, zum Beispiel, wenn man dann in die Richtung von diesen Rich Internet Applications Frameworks geht, aus der Java-Welt zumindest, dass zum Beispiel Vadim, was eines der größten Framework, ein mächtiges Framework für sowas ist, was dann auch im Prinzip eine Seite oder Oberfläche baut, die komplett mit JavaScript gemacht ist, die haben auch sehr viel getan, dass überall zumindest die ARIA-Attribute dran stehen und das Ganze funktioniert. Das Problem ist nur, man hat da auch natürlich viele alte Webseiten, die keiner mehr anfasst, die auch ein Problem sein können. Viele Firmen interessiert das gar nicht. Genau. Wieso soll ich für 3 Kunden das denn machen? Das sind aber ein paar mehr, wenn man. Das muss man dem nur beibringen. Ich weiß, das ist schon an den Unis teilweise schwierig. Zu rechtfertigen, dass der Aufwand gemacht ist. Ja, aber ich kann mal eine Story von der Nordwestbahn erzählen. Die Nordwestbahn kam auf die Idee, ihre Automatensoftware zu aktualisieren. Und dann konnten erst, also nicht nur die Blaubinden nicht mehr Tickets ziehen, sondern sie hatten es auch noch geschafft, irgendwie roten Text auf grün für Tickets ziehen zu nehmen. Also sie hatten also sowohl die roten Blaubinden wie die Blaubinden ausgeschlossen. Ja. Dann haben sie ein Upgrade irgendwann gemacht, dass die roten Blaubinden das da reinkamen, die Blaubinden nicht. Dann hieß es dann immer als Blaubinde, naja, dann fasst halt den Schaffnerladen-Ticket. Die Schaffner waren aber meistens sehr unfreundlich. Und es gibt da ja ganz, ganz strenge Gesetze, gerade für die Bahn, da haben sie sich immer nicht dran gehalten. Und haben gesagt, naja, so viele Blaubinde gibt es nicht, die sich da beschweren sowieso nicht. Das Verbraucherschutz ist dann auch weg. Und können ja den Schaffner fragen, zahlen sie halt mehr, als wenn sie es beim Schaffner lösen. Also,
das war immer ein Krampf mit den Schaffner. Mhm. Mittlerweile haben wir jetzt seit einem Monat, ich dachte, das ist das Fahrtig, das mussten wir nochmal abwählen, da haben wir es dann endlich mal gelöst. Mhm. Aber, das ja. War, ja, das ist teilweise immer sehr schwierig. Gut, noch weitere Fragen und Anmerkungen? Ja? Eine Anmerkung gerade noch zu den verschiedenen Webseiten. Selbst die Testseite von Ja. Gut, ein Problem ist auch, dass viele Designer halt immer noch mit Pixeln als Einheit arbeiten, statt mit EM oder anderen Dingen, wo sich das Problem dann teilweise löst. Aber es ist tatsächlich schwierig. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich bin zwar kein Designer, habe aber auch schon häufig Designs in CSS umgesetzt. Und das ist die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es halt nicht. Das ist ein Problem. Nein, das ist ganz einfach. Das klappte vor 20 Jahren. Einfach schwarzer Text zum Beispiel. Ja. Vielleicht auch ein Logo. Nein, ich meine jetzt aber auch mit dem Verschieben. Oder? Dann willst du auch noch responsive sein. Endgeräte willst du bedienen. Verschiedene Browser willst du bedienen. Das ist auf allen Browsern auch dementsprechend funktioniert. Ja, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Haben wir nicht. Nee. Das ist einfach ein unlösbares Thema. Du kannst nur versuchen, so nah wie möglich dran zu kommen. Also mein Thema ist, es gibt keine barrierefreien Seiten, es gibt nur barrierearme Seiten. Ja. So. Ganz barrierefrei kriegst du. Einen Tod musst du sterben. Ja. Also wenn es links noch funktioniert, ist es auch schon anders. Ja. Du musst... Als Screenreader ist es in Deutschland halt so, dass JAWS eben halt der weitverbreiteste ist, obwohl Apple da ganz stark Druck macht, wie du schon erzählt hast. Aber JAWS zum Beispiel unterstützt keine Title Tags innerhalb des Spannbefehls. Das habe ich dann festgestellt, als ich meinen einen Freund, der ist blind, den habe ich mal auf der Joomla-Seite eben halt mal losgelassen, auf richtig nur Core-basiert, also ohne irgendwelche Template-Overrides oder so. Und dann haben wir eben halt festgestellt, dass genau Joomla diesen Fehler an einer Stelle hat. So, da jetzt aber diesen Fehler rauszuhauen, das war Politik hoch 3 innerhalb des internationalen Kurs, bis sich das hingekriegt hat, da ist ein halbes Jahr vergangen. Also das war ganz schön irre. Das ist ja alles auf einer Webseite wirklich wichtig. Also ich denke halt immer, wenn man wirklich was hat, wenn der User richtig ist, wenn er wirklich was eingeben muss, da händig ist, nur dann... Das ist was anderes, als wenn ich dann da irgendwie ein grünes Auto habe, ein rotes Auto auf der grünen Wiese oder so. Das ist wurscht. Das braucht auch ein Kinder nicht, da steht ja auch nur Bild. Wenn ich gleich noch mal Zeit habe, dann würde ich bitte noch verteilen. Okay, gut, dann. Ja. Es gibt ja auf Linux diverse Text-to-Speech. Ja. Habt ihr das mal ausprobiert? Nee, also. Das Problem ist da das übliche Problem bei Linux, die Vielfalt. Zum Beispiel Orca funktioniert nur für GNOME und also diese Anbindung mit den ganzen Desktop-Oberflächen und ähnliches ist da das Problem, dass da vieles dann nicht so gut funktioniert wie zum Beispiel mit JAWS unter Windows oder mit den Apple-Tools, sodass da für Blinde zum Beispiel dann die doch eher wahrscheinlich zu Windows oder macOS greifen statt zu Linux. Gut. Dann wären wir auch durch, denke ich. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus